So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Software Inc. am Rande des Abgrunds. In der letzten Folge haben wir schon mitgekriegt, wir haben einen Auftrag angenommen mit zu vielen Einheiten, wo wir wahrscheinlich nicht wegkriegen werden bis Dezember. Wir haben jetzt noch den Monat, den nächsten. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das stemmen sollen. Ich kann nicht mal anbauen, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Und zusätzlich schwindet unser Geld. Und zwar ziemlich heftig. Wir haben ein Programm in Entwicklung, beziehungsweise zwei, eins im Auftrag. Da hapert es aktuell am Netzwerk. Aber okay, ich kann da jetzt nicht auch nochmal einen einstellen, das kriege ich nicht hin. Wir schauen einfach, was passiert. Notfalls können wir noch einen Kredit aufnehmen, was aber wirklich der letzte Weg ist und uns wahrscheinlich dann richtig reinreiten wird. Aber gut. Wir schauen, was passiert. Da wollte ich wohl ein bisschen zu schnell expandieren und habe ein bisschen zu viel auf unsere erste Software gesetzt. Jetzt haben wir zu viele und es laufen keine Produktionen mehr runter. Warum? Sind wir durch? Ist der Auftrag durch? Wir hatten noch bis November Zeit. Müssen wir gleich nochmal reingucken, was das Problem ist. Weiterbilden. Netzwerk bitte. Softwaredruck. Haben wir keinen mehr drin? Gut, wir sind hier ganz schön abgesoffen mit den 5%. Komm, wir fahren und bleiben auf 5%. Weil irgendwo müssen wir auch bleiben. Aber wo? Was ist jetzt? Warum ist dieser Auftrag weg? Der war doch nicht abgeschlossen. Wir haben kein Geld dafür bekommen, nichts, oder wie? Der ist einfach verschwunden. Das ist nicht geil. Okay. Dann müssen wir jetzt halt aufpassen und schauen, dass wir mit anderen Sachen arbeiten können. Menge 150 bis Mai. Akzeptieren. Die lassen wir drucken. Auch bis Mai. Akzeptieren. Akzeptieren. Die werden wir jetzt alle durchjagen, weil da haben wir gar kein Problem mit. Entweder bin ich irgendwie auf Abbrechen gekommen oder es ist jetzt wirklich... Keine Ahnung, wir hätten eigentlich noch einen ganzen Monat. Weil durch haben wir es auch nicht. Oder haben wir es durchgehabt? Aber dann wird es ja irgendwo stehen. Oder wie schaut es denn hier auf Aufträge? Nö, da haben wir es ja auch nicht drin stehen, oder? Nee. Keine Ahnung. Das Ganze kommt auch auf dem internen Server. Abbrechen, ja. Ich kann es nicht sagen, wo das Ganze jetzt, warum das weg ist. Aber gut, die Aufträge, was wir jetzt haben, die kriegen wir auf jeden Fall durch. Ob die uns über Wasser halten, ist natürlich ein anderes Ding. Wir haben schon wieder Schulden. Ja klar, ihr wollt Geld, wenn wir Schulden haben. Dann bitte nehmt's mit. Bankrott in 20 Stunden. Super Aktion. Wie sieht's mit unseren Drucken aus? Es fehlt nirgendwo mehr viel. Knappe Kiste. Sehr knappe Kiste. Wir sind raus aus dem Gröbsten. Wir haben es in der Hinsicht schon mal geschafft. Wir haben hier wieder eine Weiterbildung. In 3D bitte.
Noch eine. Da ist noch mal einer. Du machst bitte System voll. Aktive Angebote. Die sind dann gleich so gut wie durch. Gut, jetzt haben wir natürlich eine sehr hohe Druckleistung, muss man auch sagen. Wo wir eigentlich... Nein! Verdammt nochmal! Jetzt haben wir Einbrecher auch noch hier. Sicherheitspersonal einstellen. Was ist jetzt? Nachmittags. Der kommt um die Uhrzeit hier. Ich kann keine Kameras bauen. So ein Witz. Die klauen uns alles. Die klauen uns die Anlage. Verdammt. Wir sind eh schon am Abgrund. Nein. Verdammt nochmal. Sicherheitsdienst. Wo bist du? Was bist du für einer? Ist das nicht mein Sicherheitsmann? Hallo, wer bist denn du? Du bist ein Kurier. Wo ist mein Sicherheitsmann? Die haben mir die ganzen Drucker geklaut. Nein. Ja. Stell sie. Nein, jetzt klaut die auch noch die Server. Schnappt die. Schnappt sie. Ich will meine Sachen zurück. Was? Wieso? Wieso? Die Kuriere, okay. Leute, die haben uns beklaut. Wie läuft es jetzt weiter? Kriege ich jetzt da Schadensersatz für oder? Oder kriege ich meine Drucker hier wieder oder wie läuft das ab? Ey, warte mal, ruf's mal her. Einbrecher wollen deine Räumlichkeiten plündern. Okay, wissen wir. Einbrecher wurden von der Polizei festgenommen. Die es geschafft hat, 33 oder 42 Stunden zu bringen. Klicke hier um. Ja, danke. Aber ich hätte gerne meine Möbel wieder. Liebe Leute. Aber, jetzt kriege ich hier kein Geld mehr, oder was? Das ist aber schon ein Witz, oder? Du kannst dir das nicht leisten. Ich kann mir nicht mehr leisten, meine Leute weiterzubilden. Ein soziales Bedürfnis, ja, ist mir gerade vollkommen egal. So, Softwaredruck ist jetzt hier wieder draußen. Oder verschwinden die, wenn die fertig sind? Kann natürlich jetzt auch sein, aber... Ich habe keine Aufträge, nichts laufen. Und aber laufende Kosten jetzt die ganze Zeit. Gut. Wir müssen jetzt wirklich radikal handeln, das hilft jetzt nichts. Ich muss hier echt die Leute loswerden. Oder die ersten Entlassungen, besser gesagt. Ich habe jetzt da definitiv zu viele Kuriere. Feuern.
Feuern. Feuern. Warte mal, wir haben jetzt noch 2x8, 2x12. Kann ich den nicht rauswerfen oder was? Vier Uhr, 0 Uhr, 20 Uhr. Kann ich nicht rauswerfen, okay. Verdammt. Was machen wir jetzt? Jetzt bleibt uns wirklich nur noch der Kredit, weil sonst sind wir weg vom Fenster. Der ist noch nicht fertig. Hier sind wir auch noch nicht durch. Wir haben hier auch noch keine Bugs korrigiert. Gut, komm. Wir holen uns jetzt 500.000 auf ein Jahr gesehen und hoffen, dass uns das irgendwie jetzt über Wasser hält. Zumindest bis die nächste Software draußen ist. Der Diebstahl hat uns natürlich jetzt auch ein Schweinegeld gekostet. Muss man auch sagen. Wichtig ist jetzt aber trotzdem, dass wir unsere Leute fortbilden. Der kriegt noch Audio. Der geht in die 3D-Kunst. Glückwunsch, 24 Stunden sind vergangen und deine Firma ist schuldenfrei. Ja, danke. Das ist aber nur ein kleiner Trost. Da ist die vierte. Ja, doch, ist auch gleich durch, die vierte. Aber wir haben nur noch 3 Monate. Das heißt, entwickeln, los. Wir müssen hier irgendwie an das Geld kommen. Und hier hapert es an was jetzt? System und die Kunst. Gut, das läuft gut, das läuft ganz gut durch. Zwei Verstöße hier. Hallo? Wo denn noch? Ach so, warte mal. Bevor jetzt wieder was passiert. Rauchmelder, Sprengler. Wo habe ich überall Türen? Eine Kamera. Zweite Kamera. Und ich möchte hier hinten eine Kamera haben. Ich die hier irgendwo rein. So. Die Herrschaften kommen hier nicht mehr her und klauen mir mein Zeug. Aber im Hauptgebäude haben wir auch Kameras drin. Und beim Server hat man ja auch die Kameras. Da werden wir allerdings jetzt hier drin nochmal eine reinwerfen. Hier im Vorraum. Dass uns das nicht nochmal passiert. Brechen die echt bei uns ein? Das gibt's doch nicht. So, und durch die ganzen Umbaumaßnahmen, sehen wir, haben wir wieder kein Geld. Aber gut, es hilft uns nichts. Wir müssen. Komm, bring unser Programm so weit hin. Dann wird es rauskommen, 89, dass wir da endlich in Bugfixing gehen können. Ja, ich weiß, dass wir schon wieder am Abgrund stehen.
Hilft jetzt aber nichts. Haben wir neue Aufträge? Wir haben nicht mal mehr neue Aufträge. Hier brauche ich auch keinen zweiten Anfang, bevor der nicht durch ist. Was brauchen wir denn hier? Minimum 70. Habe ich bei noch gar nichts. Abbrechen. Ihr zieht jetzt das Ding da durch. Bis die Zeit abläuft, dürfen sie Bugfixing betreiben. Wurscht. Raus. Wir haben auf jeden Fall Geld dafür gekriegt. Das hier geht weiter. Druckaufträge, wie viel? Bis wann haben wir hier Zeit? November. Raus. Hier wird gedruckt. 4,8 Millionen bis Oktober 88. Warte mal, wie viel haben wir denn? März, April, Mai, Juni, Juli, August. Sollten wir hinkriegen. Kriegen wir es auch hin? Wurscht, machen. Los. Wie war es pro Monat? 300. Nee, warte mal. Die Priorisierung liegt hier drauf. Machen wir so. Vollkommen. Zieh durch. Der Auftrag ist ja bald durch. Wir werden aber auch gleichzeitig nochmal unsere Leute fortbilden. Das ist voll ganz schön. Netzwerk bitte. Ganz schön anstrengend, das hier so halbwegs über Wasser zu halten. Noch eine Arbeit nebenbei raus, bitte. Wir müssen hier schauen, dass mal flüssig bleiben. Da sind wir durch. Bugfixing. Dann wird hier das Ding veröffentlicht. Marketing fürs Office wird beendet. Release-Datum haben wir schon, oder? Mai 89. Wir könnten eine Presseversion rausgeben. Und wir könnten den Hype rausziehen. Lass mal sehen, was passiert. Den Support beenden wir dann, sobald wir die neue Software haben, weil das bringt uns auch aktuell nicht viel. So, wie schaut es hier aus? BSG Software kündigt BSG 2D an. BSG Software hat uns ein paar Details über BSG 2D verraten. Die Software ist in diesem Markt wenig bekannt, wird derzeit entwickelt und es ist top aktuell. Sie stellen das Produkt mit Bildern vor und es hört sich großartig an. Sie planen die Veröffentlichung Mai 89. Ja, da haben wir jetzt noch viel Zeit. Wegs den Bug fixen. Aber solange es vom Geld her geht, möchte ich den Release auch weiterhin so weit rausziehen. Oder wir ziehen vor. Müssen wir halt gucken. Wenn keine Bugs mehr kommen, dann wird vorgezogen. Was haben wir da? Veröffentlichungstest von BSG 2D. Die Zielgruppe weiß nicht wirklich, wer BSG Software ist.
Wir haben noch nicht wirklich vom BSG 2D gehört. Es mag vielleicht der neue große Hit sein und es hat alle neuen Funktionen. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Veröffentlichung. Jo, da habt ihr auch recht. Das da sieht schon mal soweit gut aus. Wie bin ich hier durch? Vorrätig, wie viel muss ich noch machen? Da müssen noch welche durch, okay. Ob schießt euch. Wie schaut es hier im Digitalvertrieb aus? Da halten wir uns gerade wieder ein bisschen. Gut. Ist das Ding jetzt hier bald durch? Wie viel fehlen denn noch? So. Runterfahren, das hier auf voller Schuhe. Na, jetzt geht's rund. Unsere Kuriere sollten das eigentlich auch ganz gut hinkriegen. Unser Sicherheitsdienst ist unterwegs. Kameras sind auch da, also sollten wir da jetzt wenig Probleme kriegen. Lager läuft voll? Nee, läuft nicht voll. Dann ist wieder ein Kurier da. Dann kriegen die das, denke ich, schon raus. Perfekt, das läuft so, wie ich mir das jetzt gerade denke. Was ist mit denen eigentlich hier? Warum machen sie diesen Auftrag jetzt nicht fertig? Keine Ahnung, soll mir egal sein. Wahrscheinlich liegen die Pakete irgendwo zwischendrin. Aber unser Geld geht wieder raus. Bugs haben wir einige gefunden. Uns Lager läuft gewaltig voll. Wir brauchen weitere Kuriere. Räumt das Lager aus. So. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder Geldprobleme. So, da läuft es wenigstens jetzt im Druck. Der eine Auftrag ist weg. Hier wird volle Kapazität gedruckt. Das werden sie schon hinbringen jetzt. Bis Oktober. Und hier, ne, die zweite Iteration machen wir durch, komm. Okay, wir ziehen den Release vor. Wir ziehen den Release vor. Und zwar, Mama Juli. Wir gehen auf Juli 88. Sind noch 15 Stunden, jawohl, möchte ich. Das Ding wird auch vorgezogen. Wir brauchen unbedingt Geld. So, wenn die das ungefähr hinkriegen, 72,4, dann wird das rausgejagt. Und auch mit Bugs, das ist mir vollkommen egal. Nein, schaffen es heute nicht mehr, verdammt. Gut, es kommt gerade ein bisschen Geld rein. Sie sind mit 195.000 in ihrem Konto pleite gegangen. Finanzen. Bin ich jetzt echt Konkurs gegangen? Kann ich da jetzt nicht mal eine Finanzierung aufnehmen?
Ist das dein Ernst? Ist es unser Konkurs kurz vor der Veröffentlichung? Nein! Verdammt! Das ist doch mies. Ja. Da haben wir uns mal voll ein Eigentor geschossen, wie es ausschaut. Mein Gott. Aber wir hätten ja die Möglichkeit, rein theoretisch weiterhin Kredit aufzunehmen. Deswegen würde ich fast behaupten, dass wir vor der Folge im letzten Speicherstand einsteigen und es versuchen, besser zu machen. Vor allem genau aufs Geld zu schauen, weil es war jetzt mein Fehler gerade, dass ich hier schnell laufen lassen habe. Ich habe gedacht, wir haben noch die Stunden. Aber sieht nicht so aus. Gut, schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung rein, was ihr jetzt davon haltet, dass wir beim letzten Speicher schon einsteigen oder ob wir von vorne anfangen hätten sollen. Schreibt es gerne mal rein. Bin sehr gespannt auf eure Kommis dazu. Aber dann würde ich sagen, euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ciao, ciao.